Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy. Und ich habe gar nicht Hallo gesagt gerade, oder? Hallo und herzlich willkommen. Naja, wir sind angekommen hier am Kai. Und bevor ich es diesmal wieder vergesse, zeige ich euch gleich, was ich in der Pause gemacht habe. Ich habe nämlich die Ausrüstung ein bisschen geändert. Erstens habe ich Noctis einen Zauber gegeben. Ein Zauber, den ich irgendwie aus den drei Zaubern zusammengemixt habe, wo irgendwie, ich weiß nicht, ich bin mir selbst nicht ganz sicher und das Spiel offensichtlich auch nicht, denn da steht ja ein Fragezeichen, was dieser Zauber macht. Wir werden es herausfinden im nächsten Kampf. Dann habe ich ganz vergessen, wir haben ja eine neue Waffe gekauft, die habe ich Prompto jetzt gegeben, die Cocytus. Mal gespannt, was er damit machen kann. Und Fertigkeiten habe ich auch verteilt, nämlich zwei Stück. Ich hoffe, ich finde sie jetzt relativ schnell. Und zwar... Nein, die haben wir... Die hatten, genau, diese habe ich verteilt. Großschwert, nämlich für Gladius, dass er gegnerische Angriffe kontern kann mit seinem Schwert. Ich denke mal, das funktioniert dann automatisch. Und ich habe die Fertigkeit verteilt, dass Fertigkeitspunkte gewährt werden, wenn man mit dem Auto bestimmte Distanzen zurücklegt. Und ich denke mal, wir werden sehr viel mit dem Auto fahren. Deswegen dachte ich mir, das macht Sinn. Naja, und das war es, glaube ich, erstmal auch schon. Okay, dann schauen wir mal, was da hinten los ist. Wirklich wunderschön. Ich mag meinen Blick gar nicht ab. Reden? Reden wir vielleicht kurz mit ihr? Herzlich willkommen bei uns. Herzlich willkommen. Ah, okay. Mit etwas frischem Fisch? Okay, sie hat uns gleich mal wieder ein paar Sachen gegeben, die uns eingezeichnet werden. Sehr schön. Dann gucke ich. Unsere Karte. Muscheln. Oh, ganz viel Fisch und Muscheln. Sieht alles sehr gut aus. Aber alles arschteuer. Okay, nee, das können wir uns nicht leisten. Ist ein bisschen sehr teuer, das Restaurant so. Warum haben wir eigentlich so wenig Geld? Wir sind ein Prinz. Also, verstehe ich nicht. Mit diesem Getier haben wir unsere Probleme. Ja, okay, noch höhere Stufen. Ich verstehe schon, da müssen wir wohl anfangen im Stapelgebiet beim Hammerhead. Aber Sie uns bald wieder. Das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir da sind. Jetzt endlich gehen wir mal da hinten hin und schauen, was los ist mit unserem Schiff. Boah, ist das heiß. Ich springe die ganze Zeit. Heute wirklich keine Schiffe ab? Anscheinend lassen sie niemanden nach Altissia rein. Okay. Aktueller Fährplan außer Betrieb. Na, hört sich nicht gut an. Scheint echt geschlossen. Ja, sieht so aus, Ignis. Weit und breit kein Schiff zu sehen. Aber wieso? Hallo auch. Weil keins fährt. Ja, okay. Da ist nix. Na gut. Dann wollen wir mal wieder zurück. Weil man aus Altissia derzeit nicht wegkommt. Meinen Quellen nach hat Niflheim angeblich ein Embargo verhängt. Ihr müsst die Noctis-Truppe sein. Habe ich recht? Höchst erfreut. Mein Name ist Dino. Ja, als Reporter habe ich so meine Quellen. Von mir bleibt nichts geheim. Von eurem Jagddebüt habe ich ebenfalls gehört. Ihr seid inkognito, oder? Keine Angst, ich halte dicht. Allerdings wäscht eine Hand bekanntlich die andere. Ja, wir hören ihm erstmal zu. Ich meine, er sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber ich höre dir erstmal weiter zu, Dino. Was liegt denn an? Okay, einfach nur, weil wir zugehört haben, kriegen wir jetzt 80 Erfahrungspunkte. Sehr gut. Sehr schön, du fackelst nicht lange. Gib mal deine Karte. Hab euch auf der Karte eine Stelle markiert, wo es Rohedelsteine gibt. Die brauche ich für meinen Zweitjob. Im Gegenzug versuche ich, euch ein Schiff für die Überfahrt klarzumachen. Oh, und meinen Mund zu halten, natürlich. Okay, der Deal mit Dino. Na gut,
Dann suchen wir die Edelsteine zusammen. Der Typ hat uns ja direkt erkannt. Naja, wir verheimlichen es auch nicht wirklich. Er meinte, er sei Reporter. Wenn wir einen Artikel über uns vermeiden wollen, sollten wir uns gut mit ihm stellen. Naja, das sollten wir wirklich. Aus der Kosmogonie, die göttlichen Sechs. Der Riese Titan, so stark wie der Fels. Der Donnergott Ramu, so weise wie die Welt. Die Eisgöttin Shiva, so gütig wie frischer Schnee. Die Wassergöttin Leviathan, so tobend wie die Brandung. Der Schwertgott Bahamut, so stolz wie blanker Stahl. Und der Feuergott Ifrit, so hitzig wie tiefster Verrat. Dies sind die Götter, die Eos geformt haben. Das hört sich für mich eher an nach diesen Göttern, die man bei Final Fantasy immer rufen kann. Auf jeden Fall kommt mir Shiva bekannt vor. Shiva kann ich mich noch dran erinnern aus Final Fantasy 13. Die hatte ich da, die habe ich oft gerufen. Und Bahamut und so. Ja, das freut mich. Die Götter in unserer Welt sind anscheinend werden wir die noch rufen können. Spoiler. Also gehe ich mal stark von aus, ein wirklicher Spoiler ist es nicht. Aber so ist es ja immer im Final Fantasy. Naja, aber erstmal zurück. Ja, okay, ich muss mich dran gewöhnen, dass man den Kreis gedrückt halten muss, um zu rennen. Oh, da hinten ist gleich ein Fragezeichen. Schauen wir mal. Ist das unter uns? Nee, Moment. Ah. Ist das ein Kätzchen? Eine Katze. Was ist? Gehst du spazieren? Hast du dich etwa verlaufen? Dann hast du bestimmt Hunger. Hunger also? Verstanden. Warte mal eben. Jungs, wir müssen hier irgendwas suchen. Futter, meinst du? Du könntest was angeln. Gute Idee. Das machen wir. Oh ja, angeln wir. Okay, überall, wo sich ein Steg befindet, kann Noctis angeln. Okay, na gut. Dann machen wir das. Oh, das hungrige Kätzchen. Ein Makrelenfilet besorgen. Ja, das machen wir. Oh Gott, ist das süß. Okay, angeln. Sofort angeln. Ich hoffe, ich laufe jetzt auch in die richtige Richtung. Zum Anglersteg. Oder muss ich in die andere Richtung? Ich bin mir unsicher. Ich gucke mal lieber auf die Karte, nicht, dass ich in die falsche Richtung laufe. Ah, okay, da drüben kann ich angeln. Na gut. Echt toll, die Atmosphäre hier. Der Wind ist sehr angenehm. Ich muss schon sagen, gar nicht so übel hier am Meer. Ach stimmt. Du warst ja eigentlich noch nie so richtig am Meer. Oh, unser Prinz war noch nie am Meer. Dabei ist das Meer offensichtlich gar nicht so weit von Insomnia weg, wenn man auf die Karte schaut. Hier unten ist das Meer. Und da oben ist die Stadt. Da so. So Tagesausflug könnte man doch machen, oder? Das dürfte doch nicht so weit sein. Na gut, angeln wir. Oh, okay, es war ein super Elixier. Na gut, das ist gar nicht die Angelstelle. Oh Gott, ich bin so doof. Ja, auf die Karte gucken hilft. Oh, okay, da ist auch noch was. Ja, stimmt schon. Oh, Sternenmuschel. Wenn man ein bisschen dran gewöhnt ist, dann sieht man die Items so langsam. Okay. Moin, moin. Zum Küstenfischen hier? Ah, okay. Das sind verschiedene Campingzubehör. Okay. Das ist so Angelzeug alles. Na gut, okay. Ich glaube, das brauchen wir erstmal nicht. Noct, sieh mal. Was denn? Okay, Prompto will jetzt auch wieder auf irgendein Plakat gucken. Machen wir das. An der Venusküste beißen unter anderem an Dickkopfmakrelen, Galdin, Stachelmakrelen. Na gut. Yeah, angeln. Hey. So motiviert sieht man dich selten. Yeah, angeln. Yeah.
Na gut. Da kann man bestimmt gut angeln. Echt jetzt? Das wäre das erste Mal, dass wir außerhalb der Königsstadt angeln. Was es hier wohl für Fische gibt? Weiß nicht. Versuchen wir es einfach mal. Oh ja, versuchen wir es einfach mal. Okay. Sehr cool. Okay. Okay, versuchen wir es. Und okay. Aha, aha, aha. Ah, okay. Mhm. Na gut, dann machen wir das mal so. Mhm. Okay, R2 einholen. Oh Gott, okay. Ich bin jetzt schon überfordert. Hallo? Muss ich irgendwie noch steuern? L? Na gut. Ja, es will anscheinend gerade nichts anbeißen. Oder? Oder? Da kommt einer. Da kommt einer. Oder? Ich weiß nicht, es bewegt ja auch nichts. Na gut, dann machen wir das anders. Probieren wir es nochmal. So. Okay, langsames Einholen. Okay, na gut. Gut. Oh Gott, Entschuldigung. Oh Gott, das tut mir leid, ich bin echt ein bisschen erkältet. Aha, okay. Okay, andere Richtung. Aha. Okay. Okay. Oh Gott, irgendwie ist mir das echt. Ja, okay. Vorsicht, die Schnur reißt! Ich mach doch gar nichts. Okay. Aha, aha. Ah, Gott, es ist irgendwie. Ja. Mein Gott, wie anstrengend ist denn dieses blöde Spiel mit der Angel? Also Angeln hätten sie echt schöner machen können. Oder ich stelle mich nur sehr dumm an. Kann auch sein. Oh, Katzen würden Fischfraß kaufen. Oh, gut gemacht, Mart. Ha, immerhin, ich habe einen neuen Rekord. Ist ja auch der erste Fisch. Yay. Ja, ich bin der Beste. Na gut, haben wir ein Fischchen gefangen für eine Dickkopfmakrele. Mal sehen, ob die Katze drauf steht. Die Schnur hält nicht mehr lange. Okay. Ja, okay, es gibt verschiedene Fische und man kann sie auch nach Rezept angeln. Na gut, aber das machen wir nicht. Wir hören jetzt auf zu angeln. Wir gehen jetzt zurück zum Kätzchen und schauen mal, wie es der so geht. Die ist bestimmt am Verhungern. Das arme Kätzchen. So. Auf geht's. Das ist schon idyllisch hier, oder?
der ist sehr langsam unterwegs, der kleinen Kater, glaube ich. Ah. Ich wäre jetzt auch gerne an so einem Strand. Und würde Katzen mit Fischen fangen, die ich selbst geangelt habe. Hm. Was war das? Ah, okay, cool. Oh, da hinten ist sie. Unser kleines Kätzchen. Hm. Hier, frisch für dich gefangen. Wie? Magst du etwa keinen Fisch? Dann sehen wir mal, ob es im Restaurant was für dich gibt. Das arme kleine Kätzchen. Ja, so reagieren unsere Katzen teilweise auch. Wenn wir ihnen irgendwas zu essen hinstellen, so, was sie einfach partout nicht wollen. Kleine Schweine. Kauft man extra Essen und dann verschmähen sie das einfach. Naja, Katzen sind Arschlöcher. Haben Sie vielleicht was, das einer Katze schmeckt? Erlauben Sie sich einen Spaß mit mir? Wie? Was? Nein, also, da ist so eine Katze. War doch bloß Spaß. Ich weiß Bescheid. Die kleine Mieze ist unsere beste Kundin. Es gibt nur ein Problem. Mir ist nämlich in diesem Augenblick ihr Lieblingsfisch ausgegangen. Um die Kleine zu füttern, müssten Sie mir also selbst einen davon besorgen. Ja, das kriegen wir hin. Ist mein neues Leibgericht. Wirklich? Du magst ihn lieber als Fritten? Also gut, mein neues. Aber ich habe doch schon eine Makrele gefangen, oder? Gute Arbeit. Haben Sie bitte ein Weilchen Geduld. Sie haben wirklich ein gutes Herz. Aber seien Sie vorgewarnt, Katzen sind sehr anhänglich. Und vor allem echte Gourmets. Das habe ich auch schon gemerkt. Die lassen sich nicht mit billigem Essen abspeisen. Hier, fertig. Bringen Sie es zu ihr. Mhm. Ja, Katzen essen nur das selbstgekochte, den selbstgekochten guten Scheiß. Ich hab Hunger. Na, dann schauen wir mal, ob die Katze das Makrelenfilet jetzt mag. So. Hier ist dein Fresschen. Es ist so niedlich. Verwöhnte Diva. Oh ja. Ich glaube, sie mag dich. Meinst du? Vielleicht lässt sie dich nie mehr gehen. Eine klammernde Frau kann einen den letzten Nerv kosten. Der beste Kommentar. Ach, Gladius. Sehr gut. Na gut, was haben wir jetzt eigentlich noch für Aufgaben? Ewigen Jagdgründe, der Deal mit Stufe 3, ja, dann machen wir doch das mal erstmal weiter. Auf zum Regalia. Heißt der Regalia? Ich bin mir da echt nicht sicher. Regalia, Regalia, ich glaube schon Regalia, oder? Na, die Namen habe ich noch nicht so ganz drauf. Also bis auf die Namen der Protagonisten, die kriegen wir hin. Komischerweise kann ich mir die merken, obwohl ich mir jedes Mal denke, also ich nenne ihn zwar Gladius, also der Muskelberg hier ihn, aber er heißt doch, sein Name wird doch irgendwie anders geschrieben, oder? Ich habe da letztens mal drauf geachtet und irgendwie ist der Name länger als Gladius. Muss ich mir später nochmal angucken. Ah, jetzt ist es schon wieder fast Nacht. Jetzt ist es schon wieder dunkel. Ich glaube, wir müssen sogar schon wieder pennen. Ah. Gucken wir noch schnell bei dem Waffenhändler, was der so hat. Und dann gehen wir, glaube ich, lieber schlafen. Weil wir dürfen ja im Dunkeln nicht fahren, wurde uns gesagt. Weil alles voll krass ist im Dunkeln. Hm. Ja, nee, ich glaube, das ist genau das Gleiche, was der andere auch im Angebot hatte. Hm. Na gut. Bis im Bälde. Ach, das ist schön. Das sagt man heute so selten. Bis im Bälde. Das hört sich gut an. Wirklich keine Schiffe ab? Das muss ich mir merken. So, war hier hinten nicht irgendwo noch ein Campingplatz? Oh, da ist noch was zum Looten. Mhm. Versteinertes Holz. Ja, da hinten, ich sehe es doch. Zeit zu gehen. So, los geht's. Ganz schön dunkel hier. Licht. Ja, wir haben doch extra Licht schon angemacht. Und da hinten sehe ich doch schon den Campingplatz.
Ja, und unsere Ausdauer. Ich musste echt ein bisschen drauf achten. Ich gucke dazu selten hin. Die Sonne geht unter. Stimmt. Ziemlich düster geworden. Ja, wir gehen ja schon ins Bett. Plätzchen. Ja, ja, machen wir. Mein Gott, ihr seid auch echt Memmen. Ab ins Bett. Ja, ab ins Bett. So, machen wir noch schnell den Abschluss hier. Für heute. Oh, D. Alles D. Nicht so gut. Okay. Können wir nicht. Okay. Ah, okay. Fehlen ihm hier Zutaten. Ah, schade. Dann können wir das neue Rezept noch gar nicht machen. Machen wir Reisbällchen. Warum nicht? Ah, lecker Reisbällchen. Das sieht so gut aus. Ich hasse die Entwickler. Sehr schön. So, schauen wir mal, was wir diesmal alles gekriegt haben. Level 6 hat aber ganz schön was gebracht, diese Runde. Na gut. Oh, Gladius ist jetzt auch Stufe 2. Sehr schön. Oh, er findet nach Kämpfen gelegentlich Allheilmittel. Nicht schlecht. Wobei ich gar nicht genau weiß, was er überhaupt so macht. Überleben. Muss ich mir mal genauer angucken. Oh, noch so ein schönes Ich-sitze-am-Lagerfeuer-Bild. Aber das ist ein bisschen unscharf. Aber wir haben ja schon so ein Bild gemacht. Ich finde Ignis irgendwie so gar nicht fotogen. Okay. Oh, aber der Hintergrund ist schön, so schön am Strand. Oh Gott, und der Typ. Also wirklich, also wenn den seinen Auftritt nicht geschrien hat, so ich bin der Bösewicht, der so tut, als wäre er irgendwie mysteriös, aber ich werde später noch zum Bösewicht werden, dann weiß ich auch nicht. Also das würde mich sehr überraschen. Den speichern wir gleich mal. Ist das eine orange Korthose da im Hintergrund? Sehr cool. Auch eine komische Figur. Ich bin mal gespannt, wie lange wir den noch dabei haben werden. Der sieht ja relativ gut aus, relativ gut modelliert. Also wahrscheinlich ist es ein wichtiger Charakter. Sehr schön. Gutes Foto. Das sieht wirklich mal gut aus. Ich glaube, das speichere ich auch. Und die Köchin. Die Katzenfreundin. Naja, gut. Weiter geht's. Cutscene. Okay, Gespräch mit Gladius. Dass Ignis aber auch immer so eine Spaßbremse sein muss. Na, wieder zum Frühaufstehen verdonnert worden? Vielleicht kann ich dir da helfen. Nocht, was hältst du davon, wenn wir morgen früh am Strand trainieren? Okay. Warum nicht? Wenn's denn sein muss. Okay, bei Sonnenaufgang geht's los. Wehe, du verpennst. Cool. Also ich find's cool, dass es so Gespräche gibt. Anscheinend. Manchmal. Okay, eine Special-Aufgabe. Wahrscheinlich mit Special-Fertigkeitspunkten, die wir dafür kriegen können. Sieht ganz gut aus. Hier lang. Wohin denn? Ja, gut, okay. Aber bevor wir das jetzt machen, würde ich sagen, wir müssen hier jetzt auch mal Schluss machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann guckt auf Patreon und liked das Video und gebt einen Kommentar und... ja, und guckt auf unseren sozialen Netzwerken, sind wir auch überall zu finden. Twitter, Instagram, unter Landsquid Bird Rider. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Auf Wiedersehen, ciao!